Hallo meine lieben Make-up-Lovers und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute habe ich wieder für euch einen Look in einem durchgefilmt. Dieses Format ist beim letzten Mal so gut bei euch angekommen. Ich habe so viele tolle Kommentare dazu bekommen, dass ich mir gedacht habe, wir machen das einfach nochmal. Ich finde es auch immer ganz spannend, irgendwie zu sehen, wie wirklich jeder Schritt und wie ein Make-up so in einem durch entsteht. Also ich schaue mir das auch extrem gerne ungeschnitten an. Ich finde, es ist auch einfach irgendwie total authentisch, wenn man sieht, dass da keine Schnitte dazwischen sind oder dass da auch mal was daneben geht oder dass da mal was korrigiert wird und wie diese ganzen Schritte so funktionieren beim Schminken. Ich würde mich natürlich riesig freuen, wenn ihr mir einen Kommentar da lasst, denn jedes Kommentar zählt hier auf YouTube. Also schreibt mir doch einfach, und wenn es nur ein kleiner Emoji ist, irgendeine kleine Nachricht unten rein und am besten, wie ihr das Video findet, und gebt mir ein bisschen Feedback. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Tutorial zu diesem Make-up-Look und wir starten los! Ich habe bereits meine Tagespflege aufgetragen und starte jetzt mit ein bisschen einem Strobing-Highlighter, also eine Strobe-Cream. Die ist von Esmeralda's Beauty Secret, das ist eine ganz kleine Nischenmarke. Und ich habe hier die Farbe Movie Star. Und der Liquid Highlighter kommt auf den höchsten Punkt des Wangenknochens, recht großzügig, auch über die Schläfen und auch gerne in den Innenwinkel, um so einen schönen Glow unter der Purito BB Cream zu machen, die ich jetzt großzügig auch auftrage. Falls ihr mein BB Cream Video noch nicht gesehen habt, dann schaut euch das sehr gerne an. Ich verlinke euch das Video sehr gerne hier oben. Die Purito BB Cream ist super reichhaltig und mega angenehm auf der Haut und enthält auch Sika-Extrakt, das heißt wiederpflegende Wirkstoffe. Und ich trage sie einfach mit dem Pinsel auf und arbeite sie dann mit den Händen ein bisschen nach. Einfach damit sich die BB Cream ein bisschen besser mit meiner Haut verbindet. Dann verwende ich auch schon meinen Even Better Concealer von Clinique. Ich trage den gerne wirklich nur im Innenwinkel auf und verblende ihn dann nach außen. Ich finde, je weniger Concealer, desto besser funktioniert das Ganze und kann sich dann nicht in die kleinen Fältchen absetzen. Anschließend fixiere ich den Concealer einfach mit Puder. Dann putze ich die Reste der BB Cream aus meinen Augenbrauen raus. Und verwende mal das Primer und Fix Gel. Das ist ein wasserfestes, durchsichtiges Gel, mit dem sich die Härchen super in eine Form bringen lassen. Und anschließend verwende ich von NYX den Precision Brow Pencil. Ich habe immer die Farbe Ash Brown
und fülle mir damit so ein paar Lücken in den Augenbrauen auf. So, dann holen wir euch mal ein bisschen näher ran für das Augen-Make-up. Als Basis für das Augen-Make-up verwende ich den MAC Pro Longwear Paint Pot in der Farbe Art Thera Peachy. Das ist so ein schöner Pfirsichton, der dann auch als Grundlage für meine Puderlidschatten gut funktioniert. Die Farbe kann aber auch alleine getragen werden, was ich in dem Fall auch gerne so mache, weil der schon mal grundsätzlich so eine schöne Pfirsichfarbe hat. Dann habe ich hier eine nigelnagelneue Revolution Palette, nämlich die Forever Flawless Allure Palette. Und daraus verwende ich die Farbe Infatuation, das ist ein schöner, kühler Braunton. Und trage den mit einem Blenderpinsel hier einfach nur im Außenwinkel auf und blende ihn so ganz leicht in meine Lidfalte, aber bis maximal nur zur Hälfte von meinem Augenlid. Wirklich nur, um den Außenwinkel ein bisschen zu betonen. Dann nehme ich mir einen Gel-Kajal von Look by Pippa, trage mir den auch ganz außen quasi nur so auf der letzten Hälfte des oberen Augenlids auf, also direkt am Wimpernkranz. Und verblende den Gel-Kajal dann mit einem kleinen abgeschrägten Pinsel. Für diese Art an Eyeliner verwende ich auch super gerne ein Wattestäbchen, um so die Kanten zu korrigieren und auch so ein bisschen den Liner noch auszusmoken und weicher zu machen.
Dann biege ich meine Wimpern in Form und verwende die neue Lift & Define 5D Lash Extra Dimension Mascara von Revolution. Die Wimpern tusche ich bei diesem Look auch sehr gerne so ein bisschen nach außen für so ein bisschen den Cat-Eye-Effekt. Meine Konturen wärme ich jetzt ein bisschen auf mit dem MAC Skin Mineralized, Mineralized Skin Finish Natural Puder in der Farbe Give Me Sun. Und habe hier auch noch so einen kleinen Trick für euch. Wie ihr bemerkt habt, habe ich auf der Nase ein bisschen too much von dem Bronzer verwendet. Dann ist es am einfachsten, mit dem Concealer so einen leichten Strich einfach auf den Nasenrücken zu machen, den zu verblenden und damit hat man auch gleichzeitig so eine schöne Nasenkontur. Dann fehlt noch ein bisschen Blush, da habe ich meinen Oldie but Goldie rausgekramt, nämlich einen Lieblingsrouge von mir von früher und zwar von NYX, die Farbe Chiffon. Das ist ein Baked Blush, ich hoffe den gibt's noch, falls ja, dann verlinke ich euch den natürlich auch unten in der Infobox. Und dann verwende ich heute einen super tollen Scheinlaut Statement Lip Gloss. Und zwar auch von NYX Professional Makeup. Das ist wirklich ein cooler Lip Gloss, also beziehungsweise eine Lippenfarbe, die dann trocknet, die mit Gloss getoppt wird und dann wirklich komplett wasserfest, kussfest ist. Und die Farbe aber wirklich auch lange oben bleibt. Also das ist ein mega haltbarer Lippenstift. Der aber glossig wirkt und dadurch ein bisschen angenehmer ist als so diese ganz klassischen matten Liquid Lipsticks. Wichtig bei diesen Liquid Lipsticks oder auch Gloss Lipsticks, dass die Farbe immer gut durchtrocknet, bevor sie dann mit der zweiten Seite getoppt wird.
Das ist jetzt das Endresultat meines Tages-Make-up-Looks. Ich starte jetzt in den Tag, auf geht's. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Zeigt mir das doch gerne mit einem Daumen nach oben. Und wie gesagt, nicht vergessen zu kommentieren. Das ist für mich super, super wichtig und ich lese extrem gerne von euch und euer Feedback. Ihr findet wie immer alle Produkte, die ich heute verwendet habe, unten in der Infobox verlinkt. Und ihr findet mich auch auf Instagram. Da nehme ich euch täglich in meinen Stories mit. Und jeden Mittwoch bin ich live beim Make-up-Mittwoch. Also schaut dort auch gerne vorbei. Ich wünsche euch jetzt noch einen wundervollen Tag und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Und bis dahin, alles Liebe!